Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im Dezember. Wir befinden uns ja schon mitten im Dezember. Es ist der 13., um genau zu sein. Wir haben nur noch wenige Tage bis zum 24. Und bis dahin müssen wir uns in Weihnachtsstimmung bringen und ein bisschen Glanz in die Bude bringen. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Habt ihr schon alles wunderschön dekoriert? Die Rentiere draußen vorm Haus aufgestellt? Santa Claus mitten auf dem Dach und die Lichterketten ans Haus geballert? Und der Weihnachtsbaum, steht ja bei euch auch schon im Haus? Und ist der schon geschmückt oder tut ihr das am 24. oder einen Tag vorher? Wie sind eure Bräuche dort? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht am Hintergrund. Ich glaube, da sollten wir was machen. Sekunde! Ich hab da mal was vorbereitet! Okay, wir haben es gleich. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Weihnachten ist sehr anstrengend. Der Baum steht. Licht. Der sieht doch wunderbar aus. Jetzt fehlen nur noch ich eigentlich. Sekunde. Ja. Nun kann ich mich doch zu meinem Baum gesellen. Der Hintergrund ist nun fast fertig. Unser Baum steht. Es fehlt noch ein bisschen Deko, würde ich sagen, für den Baum, oder? Und... Ach, wiggle, wiggle, wiggle. So, Kugeln und Spitze sind am Baum. Wir können weitermachen. Ich habe für euch einige Bastelideen, die perfekt in die Weihnachtszeit passen. Etwas für den Baum, etwas für die dunklen Ecken im Haus. Und etwas für den leeren Magen. Fangen wir doch an mit etwas für den Baum. Dafür gehen wir einmal rüber in die provisorische Bastelecke. Let's go! Tada! Willkommen in der provisorischen Bastelecke. Also ich finde sie eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Wir werden uns jetzt den Weihnachtskugeln widmen. Ja, wir haben schon ein paar dran. Aber ich hätte gern noch so einen kleinen Eyecatcher am Baum. Sowas Nettes, Persönliches. Und die kann man auch super verschenken. Was wir auf jeden Fall brauchen ist Heißkleber, etliche Kugeln, die nicht an den Baum müssen, ein bisschen Deko eventuell, Acrylfarben oder Marker, je nachdem, womit ihr besser klarkommt, Wasser und Pinsel. Das war's auch schon. Ich habe einiges an Kugeln, die ich nicht mehr am Baum haben möchte, weil ich die Farbe mal geändert habe. Früher war ich immer auf klassisch rot. Nun bin ich auf blau gewechselt, auf blau-weiß, wie ihr sehen könnt. Am besten noch türkis. Da ist auch irgendwo eine wunderschöne Türkise dran. Die ist richtig hübsch. Was ich auch noch da habe, sind diese hier. Das sind leere Kugeln einfach nur, immer so Kugelhälften. Und die könnt ihr dann befüllen, bemalen, wie auch immer, zusammenpappen. Und dann habt ihr eine wunderbare Weihnachtskugel. Die haben wir tatsächlich jedes Jahr mit am Baum, denn wir haben dort immer unsere Karten drin gehabt. Also die hier, wir hatten die Somnium-Karten da drin. Hier ist es gerade, bin das gerade ich tatsächlich, aus der Joy Edition. Ist auch immer ein süßer Eyecatcher am Baum. Oder wir haben Süßigkeiten reingemacht. Das geht auch immer. Also mit diesen Kugeln kannst du wirklich alles machen. Du kannst die bemalen. Von außen, von innen. Du kannst sie befüllen. Du kannst sie bekleben. Das ist richtig cool. Da kannst du dich kreativ unglaublich krass austoben. Was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre beispielsweise einfach simpel eine Kugel in der Kugel. Und komm, das hat was. Das sieht trotzdem irgendwie cool aus. Ich finde, das sieht irgendwie stylisch aus. So eine Kugel in der Kugel ist wie eine Seifenblase in der Seifenblase. Das kommt immer cool. So, das wäre zum Beispiel eine Idee. Perfekt. Kann man direkt so am Baum hängen und du hast zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast eine Kugel aufgehangen und die andere gleich mit verwertet. Für die nächste Idee brauchen wir eine größere Kugel, eine der größten Kugeln, die ihr eventuell habt. Oder, egal welche Größe, nur die nächsten zwei Kugeln müssen definitiv kleiner sein. Ich habe leider jetzt keine ganz kleinen hier. Ich hätte jetzt nur die, aber die gehen auch. Und was wir machen ist, wir werden hier an der Kugel, werden wir hier oben abschneiden und diese dann mit Heißklebe hier draufkleben und damit eine kleine Minimaus oder Mickey Maus gestalten. Let's go. Wir müssen nur erstmal den Deckel hier oben abkapseln. Also ich habe das jetzt ein bisschen unschön hier mit der Zange einfach abgeknipst. Ich hoffe, dass der Heißkleber das gleich alles einfach verdeckt. So, hier einmal abknipsen. Piu, perfekt. Jetzt kommt
Heißkleber am Start. Und immer dran denken, die Kugel so zu halten, dass nachher das Band oben ist. Ja? Nicht, dass wir das nachher falsch rum rankleben und dann können wir die Kugel nicht mehr an den Baum hängen. Das wäre sehr schade. Erst einmal kommt hier so ein Klecks Heißkleber rauf. Zack. Und dann kommt das erste riesen Minimausohr hier oben dran. Gut festhalten, bis es trocken ist, sonst fällt euch das wieder ab. Heißkleber härtet eigentlich sehr schnell aus. Es sieht jetzt schon süß aus. Och Mann, Zucker. Da siehst du aber, sie fällt. Also festhalten, bis es trocken ist. Ja, ist okay. Hält, glaube ich, so langsam. Nächste Kugel. Schön vorsichtig ablegen, nicht damit es abfällt. Bleib da, wo du bist. Es gibt nicht zu viel, Heißkleber. Denk dran. Sitzt das Ohr okay? Ja, man hätte es ein Stück weiter auseinandersetzen können, ne? Aber ich denke, das geht schon klar. Man sieht, was es werden soll. Tada! Die ist doch süß. Ein bisschen Riesenohren. Aber ansonsten ganz niedlich. So, die brauchen noch eine Schleife. Eine Minimausschleife. Genügend Heißkleber ranballern. Okay, das ist meine Lieblingskugel. Ich finde die mega. Das ist die perfekte Disney-Kugel. Und auch die kommt an unserem Baum. Tschaka. Hübsch. Ich habe noch ein paar Kugeln vorbereitet, die zeige ich euch mal. Was man nämlich auch machen kann, ist, wenn man Acrylfarbe hat, kannst du die so wunderbar anmalen. Ich habe hier einmal einen kleinen Deadpool gemacht. Der sieht cool aus. Hier habe ich nicht gewartet, bis das Weiß trocken ist, leider. Aber cool sieht der aus. Könnt ihr auch einen Spider-Man draus machen. Aber an sich ist der cool. Kriegt noch eine Schnur, kommt mit am Baum. Dann habe ich wieder eine leere Kugel genommen, sie gefüllt mit Watte bzw. mit Kunstschnee. Und hab ihr ein Schneemann-Gesicht aufgemalt. Das ist jetzt Olaf. Darf ich vorstellen? Olaf. Und er liebt Umarmungen. Olaf kommt auch schon mal mit am Baum. Und dann habe ich eine ganz besondere Kugel. Und zwar ist diese Kugel für euch. Weil diese Kugel ist nämlich ein Sub-Emote. Ist die nicht süß? Das ist einfach unsere Sub-Pfote. Zucker. Adorable. Sowas ist alles möglich. Die kriegt auch noch eine Schnur. Deadpool kommt auch mit an den Baum. Wo hängen wir dich denn hin? Erstmal hier hin. Unsere Sub-Pfote kriegt auch eins. Und auch an den Baum. Yes. Kann sich doch sehen lassen, der Baum. Nun hat er auch persönliche Kugeln und die könnt ihr selber gestalten und auch verschenken. Ist doch eine wunderbare Idee, nicht? Schmuck für den Baum? Check. Jetzt kommen wir zu den dunklen Ecken im Haus. Okay, beim nächsten Projekt ist folgendes das Problem. Und zwar habe ich schon mal eine Aufnahme gemacht und habe dort schon gebastelt. Nur leider war der Ton noch nicht so super. Jetzt habe ich ja ein Ansteckmikrofon, wie ihr sehen könnt. Und da ist der Ton ein bisschen besser, hoffe ich. Ich habe schon was gebastelt, das würde ich jetzt ungern auseinandernehmen. Wir machen einfach da weiter, wo ich stehen geblieben bin. So. Tada! Also es sind drei Sternenrahmen und zwei Lichterketten, die ich hier festgeklebt habe. Könnt ihr das gleich nochmal sehen? So, hier seht ihr, die Lichterketten sind hier dran, zack. Und dann habe ich die einfach ringsrum gewickelt und wir bringen sie zum Leuchten. Zack, so sieht's aus. Schön, oder? Aber es ist noch nicht fertig, wie ihr seht. Und zwar fehlt da noch so ein bisschen Dekoration drauf. Und dafür brauchen wir einmal Heißkleber und die Dekoschale hier. Heißklebepistole wird gestartet. Und ich habe mir hier schon ein paar Sachen vorbereitet, die da jetzt dran sollen. Dann machen wir doch mal Speed Assembling, glaube ich. We'll be right back.
glaube, das ist es, Leute. Tada! Perfekt, der Heißkleber ist nämlich leer. Sieht das nicht gut aus? Was sagt ihr? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und du kannst alle möglichen Kugeln verwenden, die du sonst nicht mehr an deinem Baum machst, weil du quasi zu alt sind, weil es nicht die richtige Farbe ist, wie auch immer. Man hat die übrig oder man hat sie geschenkt bekommen. Und ich glaube, das ist mein Lieblingsstück gerade. Aber es fehlt immer noch so ein bisschen Weihnachtsstimmung im gesamten Haus. Und um das zu ändern, habe ich mir diese drei Ringe hier besorgt. Und mit diesen drei Ringen, man mag es kaum glauben, werde ich zaubern. Nein, 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 nein. Nicht so, wie ihr jetzt denkt. Ich werde die jetzt nicht aneinander ketten. Ich kann was anderes damit machen. Ich kann diese drei Ringe zum Leuchten bringen. Pass auf. Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Nicht weiter schlimm, wir bringen sie anders zum Leuchten. Let's go. Ich habe hier schon mal zwei Restholzstücken. Eins wird der Fuß und Nummer zwei wird das eigentliche Element. Und zwar möchte ich Folgendes tun. Ich möchte die Form von dem Stern hier so draufmalen, das dann nachher aussägen, den Stern da reinkleben an die Stelle und dann das Ganze hier so aufstellen. Also wir können den nehmen oder wir können den nehmen. So ungefähr. Entweder man nimmt nur einen Stern oder man nimmt ein viel größeres Holzstück, so wie das hier, und macht beide Sterne drauf. Zur kleinen Vorstellung. Das kommt dann hier so dran und das andere dann hier so rein. Der muss auch nicht leuchten. Für meine kleine Version nehme ich auch zwei kleine Sterne und umwickel die einfach mit Lichterketten. Als erstes positioniere ich meine Sterne, so wie ich sie haben möchte. Und dann zeichne ich das mit einem Bleistift nach, damit ich nachher weiß, wo ich sägen muss. Okay, ich habe mich umentschieden. Ich nehme für die erste Version nur einen Stern. Und den setze ich hier so auf. Und das malen wir jetzt einmal an. Nun müssen wir das Ganze nur noch aussägen und den Stern mit einer Lichterkette bekleben. Kümmern wir uns doch erstmal um den Stern. So, ich bin am Überlegen, ob ich das am Ende hier mit Heißkleber nochmal fixiere. So, sieht doch mega schön aus. Und die 2 Meter Lichterkette für diesen 20 cm breiten Stern, glaube ich. Ich glaube, das sind 20 cm. Der hat super gereicht. Perfekt. Und der hat auch ein viel kleineres Batteriefach. Das kann man viel, viel besser verstecken. Also die Mühe für das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Stern beiseite. Jetzt müssen wir ausschneiden gehen. Komm mit. Fertig mit Sägen und ja, ich sollte nächstes Mal nicht so dicht an die Säge rangehen. Die Sternform ist ausgesägt, nicht wunderschön, aber okay, wir werden das Ganze noch so ein bisschen schleifen. Eventuell mit dem Dremel, das geht, glaube ich, präziser. Okay, dann schleifen wir das doch mal ein bisschen schöner, denn das ist ganz schön ausgefranst hier. Kann man das sehen? Es ist ein bisschen ausgefranst. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen es natürlich ein bisschen schicker haben.
Ich hoffe, der Stern passt jetzt hier rein. Wo haben wir den denn? Unseren wunderschönen, selbstgeklebten Stern. Und der soll ja hier reinpassen. Ja, sieht doch fast passend aus. Der hält schon fast so, würde ich sagen. So kommt das Ganze denn da rein, theoretisch. Und das Ganze kleben wir dann mit Heißkleber fest. Aber ich würde das so drehen, dass natürlich der Schalter nicht zu sehen ist, ne? Den kleben wir einfach da hinten fest. Ganz süß. Ich find's toll. Gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, herrlich. Und dann kann man hier noch eine schöne Nachricht reinschreiben. Heißkleber brauchen wir jetzt. So. So, ich klebe den Stern jetzt erstmal nicht fest. Meiner sitzt nur gerade schon so allein. Wunderbar. Man könnte das Brett natürlich jetzt noch lackieren oder in einer anderen Farbe halt streichen. Aber ich finde, das geht auch erstmal so. So, jetzt kommt ein kleiner kniffligerer Teil. Man kann das natürlich jetzt auch an das andere Brett einfach festkleben, aber ich würde es festschrauben. Dazu brauchen wir das Stück, was wir uns als Bodenplatte ausgesucht haben. Das ist das hier. Und da kommt das jetzt theoretisch drauf. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Und jetzt könnten wir das natürlich entweder einfach mit Heißkleber festkleben oder wir schrauben das Ganze. Und da ich meinen Akkuschrauber schon hier habe, würde ich sagen, schrauben wir das Ganze einfach einmal fest. Also die 4x4 mm Schrauben sind eigentlich, glaube ich, meine Lieblingsschrauben. Ich benutze die für fast alles. So, einen passenden Bohrer habe ich auch. Den spannen wir einmal ein. Und dann, wir nehmen das mal als Unterlage. Eigentlich können wir nämlich einfach so reinbohren. So, Loch Nummer 1. Und fast identisch Loch Nummer 2. So, haben wir. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen hübsch machen, indem wir uns einfach das Ding hier nehmen. Das hier. Damit kriegt man die Löcher wunderschön sauber und noch eine kleine Vertiefung rein. Ich wusste mal, wie das Teil heißt. Ich habe es vergessen. Wenn ihr wisst, wie das Ding heißt, das hier, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn man die Schraube da gleich reinmacht, so, dann sitzt sie auch schön tief und wir haben keine überstehende Schraube nachher. Nun wollen wir ja das hier gerade hier drauf bringen. Die Seite soll nach vorne und so kommt das Ganze hier drauf. Was wir jetzt machen können, ist, wir können tatsächlich einen Heißkleberklecks drauf machen. Einfach nur, damit das gleich stabil, ein bisschen stabil hält und wir die Löcher perfekt anzeichnen können oder beziehungsweise durchbohren können. So, einen kleinen Klecks hier, einen kleinen Klecks da, einen kleinen Klecks hier. Dann so aufstellen, dass es mittig für euch ist. So, es hält eigentlich auch so schon, aber wie gesagt, Heißkleber bricht irgendwann. Klemme das Ganze einmal hier zwischen die Beine und bohre jetzt von oben sachte damit rein. Nicht zu tief, sonst dreht die Schraube nachher durch. Reicht ja, wenn es angebohrt ist. Sollte passen. Und dann schrauben wir das Ganze, wo ist die Schraube hin, einmal hier fest. Dann hält das auch. Und eigentlich sind wir damit auch schon fertig dann. Das ist das Grundmodell, was ihr daraus macht, ist danach natürlich eure Sache. Ihr könnt das Ganze natürlich dekorieren, so wie wir das mit dem anderen Regal gemacht haben. Oder ihr schreibt eine süße Message noch hier rein. Okay, es ist nicht wunderschön und auch nicht gerade, aber ich glaube, das mag so gehen. Ja, ich denke, das geht so. Dann fräsen wir das doch mal da rein. Okay, let's go, würde ich sagen. So, schleifen wir das Ganze noch mal ein bisschen ab hier. So, jetzt kann man immerhin schon mal ein bisschen was erkennen. Aber es fehlt noch ein bisschen Farbe, oder? Eigentlich klassisch rot und schwarz. Ja gut, das hätte man auch mit einem
Marker machen können? So, es ist fertig. So sieht's jetzt aus und so sieht's beleuchtet aus. Hat sich das Fräsen gelohnt? Nö. Würde ich es nochmal fräsen? Wahrscheinlich. Aber ansonsten sieht's doch sehr schick aus. Fertig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach diesem ganzen Basteln und Malen und so weiter und so fort, habe ich Hunger. Und da gibt es doch nichts Besseres als Weihnachtsleckereien, oder? Plätzchen, Zimtsterne, Schokolade. Ich glaube, wir sollten hoch in die Küche gehen. Kommt ihr mit? Und damit willkommen in unserer Küche. Wir werden uns jetzt um ein paar kleine Snacks kümmern, die man so schön auf dem Weihnachtsteller stellen kann und jeder kann zugreifen. So ein paar kleine Häppchen. Nichts Großes, nichts Schweres. Als erstes werden wir Brownies backen. Ihr könnt die natürlich sehr gerne selber backen, doch ich möchte mir gerne Zeit sparen und habe deshalb eine Backmischung parat. Wir folgen natürlich der wunderbaren Anleitung und machen erstmal die Brownies ready. Jetzt müssen wir 125 Gramm Butter zerlassen. Okay, Butter ist flüssig, würde ich mal sagen. Die muss jetzt ein bisschen abkühlen. In der Zeit können wir schon mal Wasser abmessen und ein Ei holen. Mal gucken, wie unser Kühlschrank aufgeht. Und dann geht er von allein wieder zu. Weird. So, also wir haben die Backmischung. 125 Gramm zerlassene Butter, 100 Milliliter Wasser, ein Ei und jetzt brauchen wir noch einen Mixer. Kleiner Fun Fact, diese Schüssel und dieser Mixer sind älter als ich. Locker älter als 21 Jahre. Aber weit über 30 Jahre, glaube ich. Darin hat meine Mama alle Geburtstagskuchen für mich gebacken, mit diesem Mixer zusammengemixt. Grüße gehen raus an meine Mama. So, die Butter kühlt noch runter, wir können den Ofen vorheizen. Wir nehmen mal Ober-Unterhitze auf 190 Grad. So, jetzt warten wir darauf, dass der Ofen heiß wird, die Butter kalt wird und wir alles zusammenmatschen können. Okay, Ofen ist vorgeheizt. Mixen wir doch alles zusammen. Erst langsam, dann schnell. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Und das Ganze kommt jetzt in die dazu mitgelieferte Form. Also irgendwie waren die auch mal größer. Wir nehmen eine Spatula und kippen alles da rein. So, Schüssel ist leer. Form ist voll. Und das Ganze kommt jetzt für 30 Minuten in den Ofen. Okay, in der Zeit, wo der Brownie im Ofen ist, machen wir kleine Tannenbäumchen und zwar aus geschmolzener Schokolade und Salzstangen. Ganz easy peasy. Wir brauchen dazu nur Backpapier, Schokolade nach Wahl, weiße oder dunkle, ganz egal, und Salzstangen. Füllen wir den Topf mit Wasser. Da kommt das Ding dann drauf. Darin schmelzen wir das Ganze gleich. Schokolade wird klein geschnitten. Zu Brownies würde ich weiße Schokolade nehmen. Erstmal die Schokolade klein hacken. Backpapier. Das habe ich total vergessen. Ihr braucht ja noch einen Spritzbeutel oder sowas. Ihr könnt auch einfach eine Tüte nehmen, eine kleine Tüte und dann die Spitze unten abschneiden. Das geht auch. Aber wie es der Zufall will, habe ich natürlich einen da. Da kommt gleich die Schokolade rein. Die Salzstangen können wir schon mal verteilen. So, mit ein bisschen Abstand. Ja, machen wir erstmal acht. Okay, Schokolade schmilzt.
Dann kommt die Schokolade jetzt ins Glas, würde ich sagen. Zack. Wir schneiden jetzt hier unten die Spitze ein bisschen ab. Und dann machen wir Folgendes. Und zwar verteilen wir die Schokolade auf die Seitenstangen drauf, so wie so eine Art Tannenbaum. Logisch, oder? Ja gut, es müssen keine schönen Tannenbäume sein, ne? Macht nicht so dünne Linien, weil sonst brechen euch die Bäume nachher, wenn ihr das wieder abnehmt. So, wenn ihr wollt, könnt ihr die jetzt natürlich noch dekorieren. Guck ich mal, ob ich was da habe. Ich hätte hier Sternchen und Kügelchen. Perfekt. Kriegt jeder einen Stern obendrauf. So, dann ein paar kleine Sternchen hier so. Hier so. Sieht doch gut aus. Ich zeige euch das gleich. Ah, wir haben's. Hübsch. So, wunderschön. Jetzt muss das auch abkühlen, bis die Brownies fertig sind. Als nächstes habe ich etwas, was auf gar keinen Fall fehlen darf. Entweder vom Weihnachtsmarkt oder selbst gemacht. Es gibt gebrannte Mandeln. Okay, für die gebrannten Mandeln brauchen wir eine Pfanne, Zucker, Zimt, Vanillezucker, Wasser und Mandeln. Zu den Mengen kann ich jetzt gerade nicht viel sagen. Ich mache das einfach frei Schnauze. Also ihr könnt euch da ein bisschen ausprobieren. Die lassen wir ein bisschen heiß werden. Dann kommen die Mandeln da rein. Dann der Zucker und Vanillezucker. Und ein bisschen Zimt. Und das Ganze mit Wasser verrühren. Macht erst wenig rein, bevor ihr alles voll matscht. So, das muss jetzt so ein bisschen einkochen hier. Schön rühren, damit euch das nicht anbrennt. So, gleich ist das Wasser weg. Kommt gleich der ganze Zucker nämlich hier raus. Seht ihr das? Crunchy. Alright. Die können wir runternehmen. Ihr könnt das Ganze auch auf den Teller machen. Oh, die sind schon crunchy. Mhm. Sehr lecker. Okay, Nummer zwei, fertig. Wir haben jetzt sehr viel Stuff auf dem Tisch. Aber eine Sache hätte ich noch. Und zwar was Feines mit Blätterteig. Okay, für das nächste Ding brauchen wir wirklich nur Blätterteig. Und irgendwas, was ihr da rein haben wollt. Ihr könnt nehmen Schokolade, Marmelade, Frischkäse, was auch immer. Also Blätterteig und Spieße brauchen wir nur. Damit machen wir Folgendes. Wir rollen den Blätterteig einmal aus. Zack. Dann bestreicht ihr den ersten mit was ihr wollt. Ihr könnt das auch teilen tatsächlich. Ihr könnt natürlich auch separieren und sagen, eine macht ihr süß, eine macht ihr herzhaft. Wie ihr wollt. Ich mache den herzhaft. Ich mache da jetzt Frischkäse drauf. Einmal einen Kräuterfrischkäse und einmal einen mit Toskana. Man nehme sich ein Messer. Und verteile die Frischkäse auf die Blätterdecke. Zack, die erste Schicht ist fertig. Und auch der erste Akku von meinem Mikrofon ist leer. Ah, ich habe es leider nicht mitbekommen. Aber ich mache nichts weiter, außer den Blätterteig mit Frischkäse zu bestreichen. Und danach gucken wir mal. Nun sind wir fertig mit Bestreichen. Wir öffnen den zweiten Blätterteig, den natürlich auch aus und legen ihn einfach auf den ersten obendrauf.
Mit einem Messer oder mit einem Pizzaroller könnt ihr nun den Teig in Streifen schneiden. Dann holt ihr euch euren Spieß raus und ihr wickelt den Teigstreifen in eine Form von einem Weihnachtsbaum. Also ein bisschen Ziehharmonika-mäßig falten einfach. Und dann wird er wunderschön aufgespießt. Lasst nach oben hin ein bisschen Platz, damit er beim Backen auch aufgehen kann und euch nicht vom Stab rutscht. Die erste Ladung Blätterteigbäume ist nun bei 200 Grad Umluft für ca. 15 bis 20 Minuten im Ofen und die restlichen machen wir im Speed-Durchlauf. Und nach dieser Sequenz geht auch der Ton wieder, also keine Sorge, wir hören uns gleich wieder. Bis dann! So, es ist vollbracht. Wir haben alles fertig gekriegt. Unsere Bäumchen sind heiß aus dem Ofen. Sehr lecker. Unsere anderen Bäumchen sind kalt und kommen jetzt auf die Brownies drauf. Und mit diesem Stab machen wir ein Loch hier rein in die Brownies. Und dann nehmen wir vorsichtig unsere Tannenbäume hier runter und dann kommen die hier rein. Easy. Ist doch gar kein Problem, oder? Die kommen dann hier rauf. Hat auch ein bisschen gelitten. Nicht weiter schlimm, den stellen wir nach hinten. Da sieht den keiner. Ich würde sagen, das hat mega gut geklappt. Bäumchen hier, Bäumchen da, Bäumchen hier und gebrannte Mandeln dort. Und jetzt können wir essen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind ready für Weihnachten. Wir haben so viel gebastelt, so viele Leckereien gemacht. Da sollte was für alle dabei sein. Und wenn ihr davon was nachbastelt, lasst es mich doch gerne wissen. Teilt es doch gerne auf Instagram oder Discord. Würde mich freuen, wenn ich was von euren Basteleien sehe. Sagt mir, was ihr euch fürs nächste Jahr wünscht. Sagt mir, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ansonsten sehen wir uns freitags um 20 Uhr live auf Twitch. Und jetzt werde ich mir mit Pino etwas Weihnachtsmusik anhören. Dazu ein paar Spekulatius und Orangen essen. Und sie in meinem leckeren Kaffee tun. Ich wünsche euch was. Bis dann.